Hallo meine Lieben, heute etwas ganz Besonderes, denn dieses Video ist eine Buchvorstellung und auch ein Bastelvideo. Und zwar verdanken wir das Mira Lobe, die das kleine Ich bin ich erfunden hat. Ein Buch, mit dem ich in der Grundschule aufgewachsen bin und das ich finde, jeder eigentlich mal gelesen haben sollte, denn es hilft so ein bisschen Selbstbewusstsein zu finden. Aber fangen wir einfach mal an. Ich lese es nicht in Gänze, ich lese nur Ausschnitte, denn wer das ganze Buch genießen will, der muss es sich kaufen. Auf der bunten Blumenwiese geht ein buntes Tier spazieren, wandert zwischen grünen Halmen, wandert unter Schierlingspalmen, freut sich, dass die Vögel singen, freut sich an den Schmetterlingen, freut sich, dass ich's freuen kann. Aber dann stört ein Laubfrosch seine Ruhe und fragt das Tier, wer bist denn du? Da steht es und es dutzt und guckt ganz verdutzt dem Frosch ins Gesicht. Das weiß ich nicht. Der Laubfrosch quakt und fragt, nanu, ein namenloses Tier bist du. Wer nicht weiß, wie er heißt, wer vergisst, wer er ist, der ist dumm. Bumm. Auf der bunten Blumenwiese will das bunte Tier nicht bleiben. Irgendeinen will es fragen, irgendeiner soll ihm sagen, wer es ist. Und nun geht die große Reise des kleinen Ich bin ich los auf der Suche nach der Selbstfindung und nehmen wir einfach hier mal so eine wunderschöne farbenfrohe Seite. Verwundert macht der Papagei die Augen auf und wieder zu und schnarrt und knarrt und kreischt, nanu, du dummer kleiner Bunter, du, wie lang dein Schwanz auch immer sei, du bist bestimmt kein Papagei, lass mich in Ruhe. Und nachdem das kleine Ich bin ich jede Menge Tiere begegnet und herausfindet, was es alles nicht ist, entwickelt es Selbstbewusstsein. Ich bin hier und diese Wiese, wo die bunten Blumen stehen, habe ich die nicht schon gesehen? Habe ich so ein Glück, bin zurück auf der alten Wiese. Zwischen hohen grünen Hallen geht das Ich bin ich spazieren, dreht sich nicht mehr hin und her, denn es ist, ihr wisst schon wer, läuft gleich zu den Tieren hin. So, jetzt weiß ich, wer ich bin. Kennt ihr mich? Ich bin ich. Alle Tieren freuen sich. Niemand sagt zu ihm nanu. Schaf und Ziege, Pferd und Kuh, alle sagen, du bist du. Und das ist halt so das, was man aus diesem Buch lernt. Egal, ob man, wie man aussieht, wer man ist, man muss nicht zu den anderen passen, denn man ist halt man selber, also halt jeder ist quasi ein Ich bin ich. Und das ganz Besondere an diesem Buch ist, man sieht ja hier dieses liebevoll gestaltete Tier. Und es gibt in diesem Buch eine Bastelanleitung, wie man sich selbst ein Ich bin ich machen kann. Und das gehen wir nun im nächsten Part an.